Warte. Die UBS ist seine Sorgen erst einmal los. Das Handelsgericht Luxemburg hat eine Klage von Investoren, die auf die Madoff-Affäre zurückzuführen ist, am Donnerstag abgewiesen. Mehrere Opfer des Finanzbetrügers Madoff sind vom Luxemburger Gericht abgewiesen worden. Die Richter stärkten damit die Position der Schweizer Großbank UBS, welche die Forderung auf Schadenersatz abgelehnt hatte. Anleger, vornehmlich Franzosen, hatten 1,7 Milliarden Euro beim Zusammenbruch von Madoffs Investmentfirma verloren. Ein schweres Erdbeben hat die Menschen im Süden Taiwans in Angst und Schrecken versetzt. Medienberichten zufolge liefen in der Hafenstadt Kaohsiung zahlreiche Menschen in Panik auf die Straße, als der Erdstoß der Stärke 6,4 Häuser zum Wanken brachte. Der Zugverkehr kam vorübergehend zum Erliegen. In der südtaiwanischen Stadt Nantou fiel die Strom- und Wasserversorgung aus. 8 Menschen wurden verletzt. Berichte über größere Schäden lagen zunächst nicht vor. Die Freude über das Kaiserwetter der letzten Tage in Luxemburg dürfte am Wochenende vorerst wieder getrübt werden. Auch wenn sich die Sonne am Donnerstag noch größtenteils von ihrer besten Seite zeigt, fallen die Temperaturen gerade in der Nacht wieder auf minus 5 Grad ab. Der morgige Freitag wird zunehmend bewölkt, die Sonne zeigt sich nur ab und zu bei Temperaturen um die 4 Grad. Das Wochenende beschert Luxemburg dann wieder ein Stückchen Winter. Das Thermometer steigt am Samstag tagsüber nur bis 3 Grad. Vielerorts schneit es und der Wind weht frisch aus nördlichen Richtungen. In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen bis zu minus 6 Grad.